Das Trainingsspiel ist schon vorbei, die Einheit fast vorüber, aber Dennis Aogo macht noch große Sprünge. Das sieht doch schon sehr ordentlich aus. Ich glaube, es geht einfach darum, so ein bisschen Spritzigkeit in die Beine zu kriegen. Das wird wichtig sein, wenn die Saison losgeht, und das war eine kleine Übung dafür. Neue Saison heißt auch neue Position für Dennis Aogo, vom linken Außenverteidiger ins defensive Mittelfeld. Obwohl, so neu ist es ja nicht. Das stimmt, ich habe das schon ein paar Mal gespielt, aber jeder Trainer hat auch eine andere Interpretation davon. Als defensiver Mittelfeldspieler ist es natürlich so, dass man viel Einfluss hat auf den Aufbau, viel Einfluss hat im Übergangsspiel zwischen Abwehr und Mittelfeld. Man ist schon mehr im Geschehen. Also es ist, glaube ich, mit die komplexeste Position, die es im modernen Fußball gibt, weil man von allem so ein bisschen was machen muss. Von daher ist es eine gute und große Aufgabe, auf die ich mich aber freue. Es macht mir Spaß. Und wenn der Trainer denkt oder meint, dass ich da der Mannschaft am besten helfen kann, dann versuche ich mich auch da, soweit es geht, rein zu versetzen und mein Bestes dafür zu geben.